Deine Rückenschmerzen kommen vielleicht gar nicht von deinem Rücken. Viel häufiger liegt die Ursache nämlich woanders, und zwar vorne in deinem Bauchraum. In der Osteopathie finden wir die Ursache für Rückenschmerzen, für ISG-Beschwerden oder auch für Bandscheibenproblematiken viel häufiger vorne im Bauchraum, und zwar durch den Einfluss der Organe. Mein Name ist Tobias von Knob und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit, und in diesem Video bekommst du einen ganz neuen Ansatz, wenn du unter chronischen Rückenschmerzen leidest. Denn häufig ist es so, dass die Rückenschmerzen lediglich das Ende der gesamten Kette sind. Um diese Kette bis zur Ursache zurückzuverfolgen, muss man einige Dinge wissen. Und zwar gibt es eine Verbindung zwischen deinem Bauchraum, deinen Organen und dem Bewegungsapparat, also deiner Wirbelsäule samt ihrer Muskeln, Bänder, Sehnen etc. Und diese Verbindung wird über das sogenannte Bauchfell hergestellt. Das Bauchfell muss man sich wie eine Art bindegewebigen Sack vorstellen, eine Verschiebeschicht, die die Organe umhüllt. Das heißt, die Organe fliegen nicht einfach frei in deinem Bauch herum. Eine Störung kann auftreten, wenn diese Verschieblichkeit der Organe untereinander, aber auch des Bauchfells gegenüber des Bewegungsapparates eingeschränkt sind. Hier ist zum Beispiel das Thema Operationen und Baucheingriffe zu nennen. Als Beispiel wäre da zum Beispiel die klassische Blinddarm-OP, die Entfernung der Gallenblase oder auch ein Kaiserschnitt. Das Narbengewebe, das entsteht, stört die Verschieblichkeit des Bauchfells. Es können Verwachsungen entstehen und Narben haben von sich aus die Tendenz, das Gewebe zu sich heranzuziehen, also sich zu verkürzen. Bildlich kann man sich das dann so vorstellen, wenn deine Organe sich eigentlich mit der Ein- und Ausatmung immer auf- und ab bewegen, sich gegeneinander verschieben, könnte es sein, dass einfach irgendwo immer an einer Stelle festgehalten wird. Das heißt, die Beweglichkeit ist minimal eingeschränkt, aber dies kann dann über einen Faktor Zeit tatsächlich große Auswirkungen haben. Außerdem kommt es zu einer Veränderung der Druckverhältnisse im Bauch. Und wenn die Bauchdecke eröffnet wird, dann ändern sich die Druckverhältnisse in diesem eigentlich geschlossenen Raum. Und letztendlich ist es natürlich so vorgesehen, dass diese Druckverhältnisse sich niemals ändern im Bauchraum. Es ändert natürlich dann die ganze Beweglichkeit, die Mechanik, aber auch dann zum Beispiel den Zustand von Durchblutung. Das heißt, das Blut, was zu den Organen hingeleitet wird, aber auch der venöse Rückfluss, der eigentlich zurück zum Herzen gehen soll. Bei diesem venösen Rückfluss, da spielt vor allem das Zwerchfell und der Beckenboden auch eine wichtige Rolle. Denn diese fungieren im Grunde wie eine Art Pumpe, wenn sich das Zwerchfell und der Beckenboden simultan bei der Einatmung absenken und bei der Ausatmung wieder anheben, ist das auf Dauer wie eine Pumpe, die letztendlich dafür sorgt, dass die Flüssigkeiten im Bauchraum, im Beckenraum transportiert werden. Kommt es in diesem System zu einer Veränderung, das kann im Bauchraum selber sein, das kann aber auch eine Verspannung des Zwerchfells sein, das kann eine Verspannung oder auch eine Erschlaffung des Beckenbodens sein, wie das zum Beispiel häufig nach einer Geburt der Fall ist, dann funktioniert dieser Rückfluss nicht mehr so gut. Was auch noch anatomisch wichtig zu wissen ist, ist, dass der Großteil des venösen Blutes, das ist das Blut, welches zum Herzen zurückfließt, erst einen Umweg über die Lebervenen nimmt, bevor es zum Herzen fließt. Das heißt, im Grunde wird der Großteil des venösen Blutes aus dem Beckenraum und aus dem Bauchraum erst gesammelt zur Leber geführt. Dieses System ist tatsächlich dann sehr störanfällig, weil unsere Leber natürlich auch das größte Stoffwechselorgan haben, welches sehr, sehr gut durchblutet ist. Und kommt es jetzt zu einem Rückstau, kommt es dann auch letztendlich zu einer Stauung im Bereich der Venen, der Wirbelsäulenstrukturen. Denn auch diese werden durch dieses System drainiert. Und dieser Rückstau in die Gefäße macht letztendlich Symptome. Ein klassischer Hinweis, dass dieses System irgendwo bei dir eine Rolle spielt, wäre zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst und du erst einmal ein Gefühl von Steifigkeit in deinem Rücken hast. Du hast vermehrt Rückenschmerzen direkt nach dem Aufstehen. Erst wenn du ein bisschen in Bewegung warst, dann merkst du, ah ja, jetzt wird es etwas besser. Ich werde mobiler und ich habe weniger Schmerzen. Andere Hinweise können letztendlich auch dann wieder sein, wenn du an Durchblutung denkst, zum Beispiel vermehrtes Auftreten von Hämorrhoidenleiden, aber auch zum Beispiel chronisch kalte Füße oder auch Gefäßzeichnungen im Beinbereich. Es kann natürlich dann irgendwann so extrem sein, dass sich da dann auch Krampfadern zeigen. Wie du siehst, sind die Mechanismen da hinten tatsächlich relativ komplex. Und dadurch, dass alles anatomisch miteinander verbunden ist, können Einflüsse im Bereich des Bauchraumes, aber auch des Beckens, wenn du jetzt zum Beispiel an den Kaiserschnitt nachbedenkst, aber vielleicht auch Eingriffe an der Blase, dann kann es auch sein, dass dadurch dein Rücken beeinflusst wird. Für dich ist das wichtig zu wissen, falls du einfach unter langjährigen Rückenbeschwerden leidest und scheinbar
jegliche Rückenbehandlung, Behandlung am Becken, am ISG, überhaupt keine Verbesserung für dich bisher bewirkt haben, dann solltest du vielleicht auch einmal an den vorderen Anteil deines Körpers denken, ob da vielleicht nicht irgendwo Störungen sein können, die letztendlich dann eine Auswirkung in dieser Kette auf deinen Rücken haben. Als Bonustipp auch nochmal ein Hinweis, dass ein bestimmter Muskel starke Rückenschmerzen machen kann, beziehungsweise chronische Rückenschmerzen auch verursachen kann. Und zwar handelt es sich dabei um den Hüftbeugermuskel. Dieser ist vor allem sehr häufig verkürzt oder verspannt bei einer langanhaltenden sitzenden Tätigkeit. Das heißt, wenn du deine circa 8 Stunden im Büro verbringst und dich wenig bewegst, wenig stehst, dann kann es sein, dass das auch ein Grund ist, warum dein Rücken chronisch Probleme macht. So, ich hoffe, dieser ganzheitliche Einblick in das Thema Rückenschmerzen war interessant für dich, vielleicht auch einfach mal neu für dich. Hier ist natürlich nochmal wichtig zu betonen, dass es leider auf diesem Gebiet noch viel zu wenig Studien gibt, beziehungsweise auch gar keine konkreten Studien gibt. Das ist letztendlich Erfahrungsmedizin, das ist unsere persönliche Erfahrung im Kontakt mit Patienten. Und dieses Video soll dir einfach nur einmal diese Idee geben, einfach auch mal an solche Sachen zu denken. Gerade wenn du einfach schon unter Rückenschmerzen seit vielen, vielen Jahren leidest, verzweifelt bist und keiner dir so wirklich weiterhelfen kann, dann soll einfach dieses Video nochmal einen anderen Blick auf dieses Thema für dich werfen. Falls dich weitere ganzheitliche Zusammenhänge interessieren, haben wir eine Playlist bisher auch schon erstellt. Da kannst du einfach mal hier oben klicken. Such dir einfach mal ein Thema heraus, was dich vielleicht betrifft oder dich interessiert. Und falls du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns riesig, wenn du uns ein Like und ein Abo dalässt. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.